Hallo meine Lieben, ausnahmsweise bin ich nicht in einem schönen Hotel, auch nicht unterwegs zum Coaching-Seminar nach Sri Lanka. Für die, die es noch nicht wissen, ich bin tatsächlich im Unfallkrankenhaus gelandet. Für alle, die es interessiert, die OP ist soweit ganz gut verlaufen. Jetzt muss man halt abwarten, morgen ist wieder Röntgen und dann guckt man weiter, wann ich hier wieder rauskomme. Aber ansonsten, außer dass mein Finger die Sehne durch ist, ist ja nichts bei mir durch. Ich bin wieder guter Dinge und ich wollte eigentlich in diesem Impulsvideo auf ein Thema eingehen, das immer wieder hochinteressant ist, nämlich das Thema, kann mir überhaupt jemand anderes helfen als ich selbst? Das ist wirklich die Frage, kann mir jemand anderes helfen als ich selbst? Selbst wenn du in einer Psychotherapie bist, ist es ja so, dass du dich selber trotzdem motivieren musst. Wenn die Therapeutin dich motiviert, ändern sie dieses Verhaltensmuster oder ändern sie ihr Selbstbild. Gucken sie doch nicht so kritisch auf sich selbst, sorgen sie besser für sich. Dann sind das alles gute Wünsche, aber es bewirkt nichts, solange du nicht dich motivieren lässt. Ja, im Prinzip ist es immer eine Kooperation in einer Psychotherapie. Wenn du es nicht zulässt, wenn du es dir selbst jetzt nicht erlaubst, dass es besser wird, dann kann es nicht besser werden oder anders werden. Weißt du, wie ich meine? Also im Prinzip ist immer alles, was du in einer Psychotherapie oder durch eine Psychotherapie erreichen kannst, durch dich selber möglich geworden. Erschreckt euch nicht, dass es einen Spalt gibt, aber der kommt wieder runter, ich krieg dann eine Schiene. Ja, auf alle Fälle ist es, wie du dich selbst motivieren kannst und motivieren lassen kannst. Wenn du das Gefühl hast, ja, jetzt gehe ich schon so lange in Psychotherapie und es bewirkt noch immer so wenig, oder jetzt habe ich schon alles versucht, es bewirkt noch immer so wenig. Beispiel, ich habe zum Beispiel immer wieder mal Klientinnen versucht, so als Therapiehausaufgabe was Positives aufzuschreiben, nach Sparkling Moments zu suchen, nach Momenten zu suchen, die einfach dem entgegenstehen, was sie sonst immer an negativen Denken haben. Und vielen ist es überhaupt nicht gelungen. Und dann ist es natürlich schwierig zu sagen, an diese Klientin komme ich als Psychotherapeutin und Mensch ran, wenn man sieht, dass sie sich nicht mal in ihrer Fantasie erlauben kann, dass es ihr gut geht, dass sie nicht mal die Fantasiereise quasi machen kann und beschreiben kann, ob schriftlich oder mündlich, so und so hätte ich gerne, dass mein Glück aussehen sollte. Das und das sollte anders sein oder so und so würde ich mich fühlen, wenn ich denn glücklich wäre. Das ist so diese typische Wunderfrage. Wie wäre es denn? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt oder hat sie dir schon jemand gestellt? Wie wäre es denn, wenn das, was sie sich so sehr wünschen, was du dir so sehr wünschst, was du so sehr zum Leben brauchst, wirklich jetzt wie mit dem Zauberstab von der guten Fee möglich gemacht werden und eintreten würde? Was wäre denn dann anders? Erzähl mal, was könntest du dann alles tun, was du jetzt nicht tun kannst, wo du dich jetzt blockiert und daran gehindert fühlst? Was wäre denn dann anders? Diese Wunderfrage ist so wichtig, immer wieder mal sich selber zu stellen. Und vor allem in einer Psychotherapie ist es wichtig, denn wenn ihr immer nur da sitzt und über Probleme problematisiert, zwar über Probleme sprecht, aber nicht guckt, wie wäre es denn, wenn das Problem aus der Welt geschaffen wäre? Wie würde ich mich denn dann fühlen? Was wäre denn dann tatsächlich anders? Dann ist es ja auch schwierig für dich überhaupt dir vorzustellen, dass es anders werden kann. Und solange du es dir nicht mal vorstellen kannst, kannst du es dir ja auch nicht erlauben. Weißt du, ich meine, oft ist es ja so, dass man rein theoretisch sich denkt, das und das will ich geändert kriegen und da soll es mir besser gehen und du hast aber so einen kleinen Saboteur, so eine arge innere Kritikerin im Nacken, die dich einfach daran hindert und die eben Glaubenssätze produziert wie: Es geschieht dir schon recht, dass du nicht erst nach Sri Lanka reisen kannst. Das ist jetzt ein Scherz und wirklich schwarzer Humor und Selbstironie. Natürlich habe ich keine innere Kritikerin in mir, die sowas Doofes sagt. Aber ich sag nur, wenn es so wäre, dann hätte ich jetzt ein Problem, weil dann würde ich mir die ganze Zeit hier noch postoperative, so also nach der gestern erfolgten OP an meinem Zeigefinger links, Vorwürfe machen: Oh mein Gott, was habe ich da falsch gemacht? Ich bin zu blöd, um ein Besteckmesser zu halten. Offensichtlich geht alles schief. Dann würde ich das so generalisieren und würde mich selbst mit dieser inneren Kritikerin, mit diesem Anteil meiner Persönlichkeit runtermachen, würde die ganze Zeit noch viel, viel mehr leiden, ja? Und das steht aber echt nicht, das steht aber echt nicht dafür.
Weil dadurch werden die negativen Gedanken ja noch schlimmer und dieses negative Selbstbild, dass ich es nicht anders verdient habe. Erkennst du dich da drin vielleicht wieder? Sei mal ehrlich. Sei ehrlich. Zu dir selbst, nicht zu mir. Du brauchst nicht mir ein Geständnis zu machen. Das ist jetzt ja keine Psychotherapiesitzung. Und auch in Psychotherapiesitzungen macht man ja nicht der Therapeutin ein Geständnis. In Wahrheit machst du dir selber ein Geständnis. Du gestehst dir ein, dass es halt bei dir so ist. Und natürlich empfindet man dann Scham und irgendwie ist auch traurig, ja, dass es so ist. Dass man halt so quasi fast programmiert ist von Kindheit und Jugend, sich immer selbst so runterzumachen, sich so abzuwerten. So what? Das kann sich ändern, wenn du lernst, positiv zu denken, das Glas halb voll und nicht halb leer zu sehen. Weißt du, wie ich meine? Ich kann jetzt nicht in üblicher Manier gestikulieren. Weißt du, das ist schwarzer Humor und Selbstironie. Ist nicht so, dass ich da die ganze Zeit mich in Selbstironie und schwarzen Humor da üben kann hier im Krankenhaus. Ich bin auch manchmal ganz schön muffig, vor allem morgens, wenn ich aufwache und hier kein echt guter Kaffee zu haben ist. Aber ihr könnt euch vorstellen, Krankenhaus, Kaffee, ganz egal, welche Klasse man liegt, Kaffee immer. Ist ja schlimm, dass wir in unserer Gesellschaft, das wäre ein politisches Thema, nee, zu heißes Eisen, da wage ich mich nicht dran, aber andererseits ist es schon schlimm, dass wir in einer Klassengesellschaft leben. Dies nur am Rande, meine Lieben. Mein eigentliches zentrales Thema in diesem Video habe ich ja vorhin skizziert. Kannst du dir denn überhaupt die Vorstellung dessen erlauben, was du dir wünschen würdest? Und wenn ich jetzt so zu dir direkt spreche, dann heißt das nicht, dass ich jeden von euch als Patienten oder möglichen Klienten oder Klientin sehen würde, weil irgendjemand neulich in die Kommentare schrieb, Monika, manche gucken sich deine Videos doch nur zu Informationszwecken an und nicht etwa, weil sie so bedürftig sind. Du behandelst uns alle wie Bedürftige. Okay, das war jetzt auch ein bisschen zynisch. Du hast das nicht böse gemeint. Also bitte, das war jetzt auch von mir nicht böse gemeint, auch wenn ich so runtergeleiert habe. Nee, aber da dachte ich mir echt, geht's noch? Nein, ich sehe euch natürlich nicht als bedürftig, um Gottes Willen. Aber sind wir nicht alle im Leben? Ich bin ja jetzt gerade auch bedürftig, brauche Zuspruch, habe mich mega gefreut über eure Genesungswünsche, auch wenn ich gesagt hatte, nee, braucht ihr ja nicht. Das war echt süß von euch. Vielen Dank an die Community. Und in Wirklichkeit ist man selbst sein eigener schärfster Kritiker, Kritikerin und daran ist eben zu arbeiten, mit sich tatsächlich milde umzugehen. Gestern habe ich mich auch noch geärgert über dieses Missgeschick, sich rauskriegen mit dem Besteckmesser. Ich meine, da muss man ja eigentlich vor Scham im Boden versinken, wenn man das zugibt, aber tue ich nicht. Es ist passiert, radikale Akzeptanz wird nicht besser, wenn ich mir jetzt irgendwie Asche aufs Haupt streue und da reumütig rumschlurfe und sage, wie konnte das nur passieren? Nur ich mache so einen Blödsinn mit dem Besteckmesser, ist schon, nur ich schneide mir da die Sehne durch, wenn ich doch eigentlich ein Päckchen öffnen will. Box Opening. Box of Shame? Nein. Also ihr versteht, was ich meine, ne? Es ist wichtig, da anzusetzen, wo du ansetzen kannst. Du kannst nicht bei den anderen, bei deiner Umgebung ansetzen, sondern bei deinem Selbstbild. Und dazu möchte ich dich mit diesem Impulsvideo gerne motivieren oder mit diesem Motivationsvideo gerne einen Impuls geben. Ich hoffe, dass es ein bisschen bei dir sacken kann, ob du nun bedürftig bist oder gerade nicht. Wie gesagt, ich sehe das nicht so, dass die einen bedürftig sind und die anderen nicht. Ich glaube, einen Impuls kann man immer ganz gut gebrauchen und es ist ja auch nichts Neues für dich, nur bei dir ansetzen zu können, dir selbst nur helfen zu können. Es ist aber auch eine Riesenleistung, um das von eingangs noch abzurunden, sich helfen zu lassen. Das ist eine Fähigkeit. Da könnte ich auch noch ein bisschen Nachschulung gebrauchen, überhaupt Menschen in helfenden Berufen sind ja oft ganz schwierige Patientinnen, sage ich mal, etwas selbstkritisch, meine Lieben. Aber vielleicht ist es ja dazu gut, ne? Ja. Also, Hilfe zur Selbsthilfe, beziehungsweise, dass man jemanden an sich ranlässt und wenigstens in deiner Psychotherapie, dass du da diese blöde Scham ablegst und sagst, ich schenke meiner Therapeutin reinen Wein ein über meine Gefühle, über die Schwierigkeit, mir helfen zu lassen, über die Schwierigkeit, überhaupt daran zu glauben, dass es jemals anders werden kann mit mir. Hm? Weißt du, solange dieser Glaube nicht mal erlaubt ist, sozusagen, erlaubt, ja, wie soll da diese Vision des besseren und des glücklicheren Lebens dann tatsächlich umsetzbar sein, wenn du dir nicht mal diese Vision erlauben kannst, diesen Traum vom besseren Leben, dieses Wunder? Stell dir die Wunderfrage. Wie wäre das? Schreib das gerne in die Kommentare, wenn du Lust drauf hast. Wie wäre das? Was könntest du tun, wenn das, was dich jetzt blockiert und stört, weg wäre? Einfach so weg. Wo ist mein Zauberstab? Simsalabim, wenn es einfach so weg wäre. Hm? Würde mich interessieren.
Tschüss, bis gleich. Ich freue mich auf dich und nochmal danke für eure Anteilnahme an der Situation. Tschüss, bis gleich.